Hey meine lieben Freunde und willkommen zu den Survival Games. Wir spielen Survival Games 3, die ist gerade frisch erschienen von The Raid. Ja, der hat auch die anderen Maps gemacht. Hier seht ihr noch den Chat, bla bla bla. Denn wir hatten gerade einen Fail. Es war kein wirklicher Countdown vorhanden. Und ja, irgendwie hat es auch extrem geleckt. Deswegen werde ich jetzt nicht zu den Kisten rennen, so wie gerade. Da steht so 30 Sekunden und ja, ich werde einfach abhauen, weil es so extrem laggen wird, ich sag's euch. Und übrigens, die Map-Regel ist eigentlich ganz einfach. Man darf nur Laub, also Blätter abbauen und Pilze und sonst darf man nur das verwenden, was man in Truhen hat. Und ja, man muss halt probieren zu überleben. Also Survival Games. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ach ja, übrigens, da nur Laub-Luke-LPs, ne? Was die 14 sind alle dabei, ne? Die eigentlich bekannten. So, und ich hau jetzt ab, nehme hier kurz das Fleisch mit und dann bin ich weg. Ich hoffe, mir folgt keiner, denn das wäre scheiße. Und Venikraft ist tot. Das ist aber erfreulich. Like a Conecrafter. Den Witz kann man immer bringen. Neustart bitte. Ja, weil wir haben ja gerade einmal Neustart gemacht, wie gesagt, aber... Wow, 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 wow. Nicht runterfliegen. Das ist scheiße, weil wir spielen auf hart und wenn man Hunger hat, dann verhungert man halt. Darauf wird dann keine Rücksicht genommen. Und wir müssen immer gucken, dass keiner hinter uns ist, weil ich habe keinen Bock zu verrecken. Ich werde es wieder wie bei Survival Games 2 machen. Ich werde einfach probieren zu überleben. Ja. Und irgendwie, ja, gibt's jetzt gerade keine Lags, das ist eigentlich recht erfreulich. Und ach ja, wir dürfen hier die Vines, die Lianen dürfen wir kaputt machen. Und ja, Survival Games 3 spielt halt hier, ja, wie man unschwer erkennen kann, im Dschungel. Und hier sind Häuser, das ist geil. Gucken wir mal, was in den Häusern drin ist, wenn wir überhaupt in die Häuser reinkommen. Oh, ach nee, Weizen dürfen wir ja nicht abbauen, verdammt. Schauen wir mal, ist hier irgendwas? Wir können ja mal die Leiter hochgehen. Und hier oben ist doch schon mal eine Kiste. Da ist was drin? Ah, ein Holzschwert und ein Apfel, okay. Ein Holzschwert ist schon mal gut. Damit können wir uns schon mal gegen das Gröbste verteidigen. Und hier hinten sehe ich noch eine Kiste. In der Weizen drin ist und ein Eisenbarren, okay. Aus zwei Weizen kriege ich zwar noch kein Brot zusammen, aber das passt ja schon mal. Guck mal, ist hier irgendwo was, weil wir dürfen ja Blätter abbauen. Ne, hier ist nichts, okay. Und wir werden hier mit dem Pfeil in der Hand rumlaufen, denn... Dann denken die, wir wären unbewaffnet, dabei sind wir es aber. Also wir sind bewaffnet, ne? Und irgendwie... Leute, wisst ihr was? Hier ist ja nichts los! Ich frage mich, wo die Action... Ah, man muss sich doch nur beschweren. Ich frage mich nämlich, wo die Action ist. Weil sonst sterben eigentlich ganz viele am Anfang. Okay, hier ist noch niemand. Okay... Hier kann man dann wieder ganz behutsam runtergehen. Hier war soweit nichts drin, nee. Okay. Dann schauen wir noch einmal hier rein und sonst verziehen wir uns wieder. Okay. Übrigens, die Monster sind nicht an, denn sonst wäre es ja auch vielleicht ein bisschen übertrieben. So, Tiere dürfen wir natürlich töten. So kommen wir nämlich an das Fleisch von ihnen. Drei Minuten Folge XD. Ja, wir müssen nämlich, nachdem wir gestorben sind, die Aufnahme abbrechen, weil irgendwie der Vanish-Command, der Vanish-Befehl nicht geht, also mit dem man sich unsichtbar macht. Jemand fliegt? WTF. Wie können die fliegen? Und ja, ihr seht auch, die Map ist mit Glas abgetrennt. Wir dürfen auch Optifine benutzen, also keine Sorge, ich schummel hier nicht. Und ja.
Wir müssen jetzt einfach mal schauen, wie wir uns hier so schlagen werden. Wenn wir tot sind, wie gesagt, müssen wir die Aufnahme abbrechen. Ach, warte mal, ich soll vielleicht nicht sprinten. Aber ich hoffe, wir überleben doch schon eigentlich recht lange. Weil ich möchte ja euch nicht nur so eine kurze Folge bieten. Oh, eine Brücke, okay. Da hinten sehe ich Licht. Ja, letztes Mal bei Survival Games 2, die haben ja leider nicht alle mitbekommen. Nee, ja. Habe ich mich ja sehr gut geschlagen, indem ich einfach irgendwo verhungert bin. Jetzt nehmen wir den Apfel. Aber hier möchte ich dann doch etwas offensiver spielen. Oder was heißt offensiver? Erstmal ein bisschen was aufbauen, so mit Hilfe von den Kisten, die wir hier finden. Und nachdem ich so einigermaßen gutes Waffenarsenal habe, würde ich sagen, können wir dann eigentlich auch zurückschlagen. Weil die anderen, die haben teilweise jetzt schon Eisenschwerter. In den Kisten, das finde ich nämlich auch ein bisschen übertrieben. In den Kisten sind nämlich, warte mal, nee, das Holzschwert verschwende ich dafür nicht. Oh, ein Gewitter, ja. In den Kisten sind nämlich, sagt mal schnell, wie heißt es? Ach, in der Schatzkiste, genau, ja, da wollte ich erzählen. Sind nämlich so richtig übertriebene Items drin. So Eisenrüstung oder dann direkt ein Eisenschwert. Und wer das natürlich am Anfang hat, der hat ja eigentlich schon gewonnen. Aber da es ja beim ersten Mal, ich darf hier nichts abbauen, verdammt. Da es ja beim ersten Mal so geleckt hat, als wir da gespielt haben, so, das ist jetzt noch kurz. Also bei der ersten Aufnahme, wo, sag ich mal, Neustadt war, ja, bin ich da mal nicht hingegangen, sondern ja, bin hier weggerannt, weil sonst wäre ich wieder so geendet wie das letzte Mal. Und zwar im grausamen Tod, während alles leckt, weil zu viele Spieler auf einen Punkt gehen. So. Hier dürften... Ach ja, wir dürfen ja Blätter abbauen, ha, hab ich ganz vergessen. Hier dürften wir aber auch nicht so oft in eine Gefahrensituation kommen. Weil hier ist so, ja, ich sag mal, es ist viel Dschungel da. Und dadurch, dass so viel Dschungel da ist, ist es schwieriger, mal hier einen zu finden. Also einen Gegner, meine ich. Das Ding soll hier manchmal kaputt gehen. So. Weil, ja, der Dschungel ist halt groß. Wir sehen hier weit und breit nichts. Aber da oben muss doch irgendwie was sein. Irgendwie muss man da ja... Ja, man darf da ja nicht umsonst die Brücke entlang laufen. Oh, wie komme ich denn jetzt hier wieder am besten runter? Ich möchte ja keinen Schaden nehmen, weil... Nein! Scheiße. Weil jeder Schaden, den kann man schlecht verkraften. Oder nur schwer verkraften. Pilze können wir natürlich immer mitnehmen. Weil falls wir irgendwann mal Holz in der Truhe finden, können wir uns daraus eine Pilzsuppe machen. Ja, und wie gesagt, es sind ja auch andere, darf man Prominente sagen? Ah ja, sagen wir einfach mal prominentere Let's Player, bekanntere. Ja, wie gesagt, was die 14 Luke-LPs, Nodop, iMinecraft-LPs. Oh, ich dachte schon, die Kuh wäre ein Spieler. Oh, hast du mich erschreckt? Ja, da unten ist eine Truhe, da unten ist eine Truhe, geil. Geh doch endlich sterben. Geh doch. Eine Schüssel, Goldbahn und Goldstiefel, okay? Jetzt haben wir schon mal eine Schüssel. Jetzt brauchen wir noch eine Workbench und eine andere Pilzart. Dann können wir uns eine Pilzsuppe machen. Das würde wohl gehen. Ich sehe eine andere Pilzart da hinten zwar, aber da traue ich mich nicht hin. Und ja, wie gesagt, Prominente, Bekannte, Let's Player, wie auch immer, sind hier am Start. Und ja, das ist immer ganz toll. Ich finde solche Gemeinschaftsaktionen eigentlich recht geil. Selbst wenn man am Anfang stirbt oder so, also... Ach, ich finde, es ist immer irgendwie richtig geil, sowas zu machen. Da hätten wir auch schon unseren ersten Gegner. Und was hat er? Was hat er? Na, was hast du, mein Freund? Na, was hast du? Na, was hast du? Nein, ich sollte weglaufen. Ich bin tot. Super, gut. Dann war's das für mich von den Hunger Games. Ich sage mal... Ich hätte eigentlich liebend gern länger gespielt, weil es ist ein kurzer Part geworden, sag ich mal. Aber nun gut... Was soll man machen? Der Gegner hat jetzt... Was hat er? Hat er ein Eisenschwert? Kann gut sein. Auf jeden Fall. Keine Chance.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ja, ihr könnt ja mal bei den anderen vorbeischauen. Die haben bestimmt spannendere Parts. Ich sag ciao und bis zum nächsten Mal.